Wie kannst du als Fußballer Verletzungen durch Überlastung auf Dauer vermeiden und wie oft die Woche, ja, und wie intensiv solltest du dein Krafttraining und dein Athletiktraining im Fitnessstudio und auf dem Platz strukturieren? Hi, mein Name ist Sascha John, ich bin Hafen Performance Coach aus Hannover und ich habe mich in erster Linie auf die Zusammenarbeit mit Fußballern und ja, Ballsportlern, speziell Sportlern, halt Fußballern spezialisiert und möchte dir heute einmal ganz kurz mitgeben, was meiner Meinung nach die richtige Herangehensweise ist, wenn es um das Training, Athletiktraining, Krafttraining im Fitnessstudio geht, wie du es vermeiden kannst, ja, auf Dauer einfach Probleme mit Überlastung etc. zu bekommen und wie du letztendlich so auch wieder schaffst, über Monate und auch Jahre dein Krafttraining, dein Athletiktraining auf einem hohen Level zu halten, um letztendlich damit dann ja in der Lage zu sein, auf einem hohen Level performen, spielen und auch abliefern zu können. Ich sehe super viele Spieler, die und du vielleicht auch, entweder viel zu viel Fokus auf das Thema Gym, Krafttraining legen und teilweise fünfmal die Woche, ja, sechsmal die Woche ins Fitnessstudio laufen. Oder ich sehe ja auch viele Spieler, die noch gar keinen Fokus auf das Thema Krafttraining, Athletiktraining im Fitnessstudio und auch vielleicht auch auf dem Platz legen. Diese beiden Extreme finde ich leider sehr, sehr häufig vor und auch leider nur sehr, sehr selten Spieler, die ja letztlich das Training vernünftig strukturiert haben, weil sie es vielleicht aber auch besser oder selber be einfach nicht besser wissen. Du musst halt wissen, das Krafttraining im Fitnessstudio, aber darüber hinaus auch das Training auf dem Platz, ist ja immer nur ein Zusatz für deine Sportart. Du solltest natürlich auch schauen, dass du langfristig vor allem dafür sorgst, dass du eben ein Level halten kannst, was du Wochen um Monate aufrechterhalten kannst. Und ich möchte dir jetzt mal 5 Tipps mitgeben, wie du es letztendlich schaffen kannst, dein Training einfach ein bisschen besser zu strukturieren. Nummer 1, ganz, ganz wichtig, mach bitte nicht zu viele Sätze. Ich sehe ganz viele Spieler, die mich dann konfrontieren, ja Sascha, also ich mache für die und die Muskelgruppe in der Woche dann ja irgendwie 16 bis 18 Sätze, wo ich so denke, Alter, so why? Das ist halt massiv viel. Warum fokussierst du dich so auf die Satzanzahl in der Woche? Natürlich ist es wichtig, ein gewisses Volumen, eine gewisse Intensität im Training zu erreichen, um auch Anpassung und Fortschritt zu gewährleisten. Aber niemals, 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 niemals unter der Prämisse oder zum Preis davon, dass deine fußballspezifische Leistung abnimmt. Sie soll ja zunehmen. Ich kann dir ganz klar empfehlen, sorg dafür und speziell vor allem in dem Bereich Unterkörper, dass du pro Übung nicht mehr als 3 bis 4 Sätze machst. Und wenn man dann in Sätzen zählen möchte, nicht mehr als 9 Sätze für den Unterkörper innerhalb der Woche machen, meiner Erfahrung nach. Ja, das reicht wirklich völlig, dass du 3 Sätze Kniebeugen machst, dann 3 Sätze Kreuzheben, ja, dazwischen vielleicht noch ein paar Sprünge einbauen und zusätzlich vielleicht noch 3 Sätze eine einbeinige Übung und das reicht. Da kommen wir auch direkt schon beim zweiten Punkt an, denn natürlich ist das Ziel eine gute Kraft, eine gute Athletik und auch eine gut ausgeprägte Schnellkraft, Maximalkraft, Kraftausdauer, Grundlagenausdauer und viele andere Punkte, aber niemals zum Kauf und zum Preis einer zu hohen Intensität. Und auch hier geht es dann darum, dass du nie schauen solltest, dass deine Intensität auf so hoch ist, dass du einfach nicht in der Lage bist, über Wochen und Monate das Training aufrechtzuerhalten. Ja, du musst dir das so vorstellen. Du kommst aus der Vorbereitung raus. In der Vorbereitung wolltest du extra und mit Absicht eine hohe Intensität fahren, sehr intensiv trainieren. Du hast wahrscheinlich viele Intervallläufe, Krafttraining etc. gemacht und hast wahrscheinlich auch am Anfang sehr unspezifisch überhaupt einfach erstmal die Kraft aufgebaut und dich dann spezifischer in Richtung der, ja, in Richtung der Wettkampfphase, ja, der ersten Spiele, dann auch immer mehr mit Taktik, Technik, Spieltechnik, ja, trainiert und ein bisschen weniger intensiv vor allem. Doch wenn du, und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, diese Intensität, die dein Trainer dann vielleicht sogar in dem Spiel, ja, in der Vorbereitung angesetzt hast, das tatsächlich dann über die Saison hinaus aufrechterhältst, dann wirst du nicht in der Lage sein, eine Saison komplett verletzungsfrei durchzutrainieren, eben weil die Intensität einfach zu hoch ist und du dann wahrscheinlich sogar noch Dinge vernachlässigst, die die Regeneration halt massiv beeinträchtigen und beschleunigen, und zwar Dinge wie Schlaf und Co., worüber ich schon mal in einem anderen Video geredet habe. Der vierte Punkt ist noch ganz klar: Du solltest speziell den Unterkörper im Fitnessstudio und im Gym meiner Meinung nach nicht öfter als einmal pro Woche, vor allem in Season, ja, also in der Saison, in der Vorbereitungsphase ist okay, wenn du es zweimal machst, aber dann das zweite Training mit weniger Intensität, nicht öfter als einmal trainieren und dann vielleicht noch ein weiteres Mal in der Saison mit speziellen Läufen, Laufmustern oder anderen Übungen, die speziell in deinem, ja, an deinen Schwächen letztlich arbeiten, die aber auf deinen Sportart abzielen, trainieren. Die Intensität wird einfach schnell zu hoch. Man sagt, ein optimales Training, ein optimaler Trainingsreiz in der Lehre, so sagt man, dass dieser dreimal die Woche erfolgen kann.
Du musst jetzt aber ganz klar halt eben schauen, wenn du dreimal die Woche einen Reiz setzt, wird davon ja ausgegangen, dass du darüber hinaus eben nicht noch andere Intensitäten und auch andere intensive Reize hast. Und genau das macht es ja auch so tricky und so schwierig im Fußball. Du musst gucken, dass du halt, wie gesagt, diese Krafttrainingsreize hast, diese kraftspezifischen Reize hast, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese ausdauernden und immer wieder und wieder und wieder abfolgenden Läufe, die du auch im Mannschaftstraining, in Taktikeinheiten, in was auch immer machst, die ja mal weniger intensiv, mal sehr intensiv sein können, meistens Mitte der Woche sehr intensiv mit hohen Laufeinheiten und auch hohen Laufpensum. Du da letztendlich einfach schaust, dass wenn du dann dazu noch 2 bis 3 Mal die Woche für den Unterkörper ins Fitnessstudio gehst, du einfach super schnell schwere Beine hast. Und glücklicherweise machen das nicht so super viele, dass sie sagen, okay, ich trainiere 2 bis 3 Mal die Woche noch zusätzlich den Unterkörper, aber reizen dann halt in dieser einen Unterkörper-Session, und da habe ich ja in meinem ersten Punkt schon drüber gesprochen, reizen halt in dieser einen Unterkörper-Session einfach massiv die Beine aus mit Isolationsübungen und hier noch eine Übung und da noch eine Übung, und auch das ist schon viel zu viel. Das heißt, du solltest schauen, einmal die Woche im Gym trainieren, speziell kraftspezifisch da, und dann das zweite Mal die Woche noch ein paar Läufe machen, um letztendlich die Kraft, die du trainiert hast, direkt sportartspezifisch auf deine Sportart, letztlich hier den Fußball, zu übertragen. Wichtig, diese Läufe müssen auch nicht 20, 30 Läufe sein, sondern hier geht es einfach nur nochmal darum, gewisse und spezielle Laufmuster einfach nochmal abzutrainieren, weil, und auch hier wieder, dein Mannschaftstraining meistens schon auch wiederum dafür sorgt, dass du ja gewisse Richtungswechsel, Sprints etc. schon eingebaut hast in deinem Training. Und auch hier sollte das Ganze immer nur nochmal als Zusatz und so als kleines Feintuning verstanden werden. Beim Oberkörper sieht es ein bisschen anders aus. Speziell als Fußballer kannst du da durchaus schon 2 Mal die Woche im Fitnessstudio trainieren. Einmal die Woche mit höherer Intensität. Das zweite Mal in der Woche würde ich trotzdem noch machen. Da die Intensität natürlich aber wesentlich geringer halten. Und auch hier dann zum Ziel haben, Oberkörper mit Rumpf vielleicht noch so ein bisschen zu mischen. Da dann die Intensität aber relativ moderat halten, weil du im Oberkörper natürlich noch ein bisschen mehr Reiz setzen kannst, weil da einfach ein bisschen weniger Belastung im Spielsport, speziell im Fußball, tatsächlich einfach stattfindet. Mein 5. und letzter Tipp für dein Krafttraining und dein Athletiktraining letztlich im Fitnessstudio, aber auch auf dem Platz, ist ganz klar, sei vorsichtig mit zu vielen Sprüngen. Sprünge, und das wird häufig sehr, sehr stark unterschätzt, sind eine massiv intensive und auch eine sehr, ja, einfach eine sehr intensive Form des Trainings von Schnellkraft, Maximalkraft, aber vor allem Schnellkraft und aber auch so in Summe Krafttraining und Athletiktraining. Plyometrische, normale Sprünge, andere Sprünge, ja, also einfach Dinge, wo es immer darum geht, den Körper immer in eine Gegen- oder neue Beschleunigung, also die Reaktivkraft zu trainieren, die Schnellkraft, weil du einfach aus einer Startposition möglichst schnell wo hoch oder wohin springen möchtest. Und das Ganze ist schön und gut und kann man wunderbar einbauen, aber auch hier solltest du das Ganze genauso handhaben wie mit den Einheiten für den Unterkörper auch. Halt die Intensität gering, geh über ein moderates Volumen einfach überhaupt nur in diese Intensität erstmal rein, mach es nicht zu intensiv. Und mach es nicht 3-mal die Woche, sondern lieber nur 1 bis 2-mal, weil du auch hier über deine Sportart speziell in der Regel wieder genug abgedeckt hast. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der teilweise, ich glaube, in Summe 3 oder 4 Einheiten gemacht hat in der Woche, wo es dann um Schnelligkeit oder Plyometrie oder halt letztlich Sprünge ging. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, das ist super gefährlich. Und auch wenn diese Person sehr, sehr hoch tatsächlich schon Fußball gespielt hat, ja, muss man einfach ganz klar sagen, dass das langfristig etwas ist, was einem dann wirklich Verletzungen kosten wird. So. Weil der Körper wird auf Dauer nicht in der Lage sein, diese Intensität so hoch abzufangen. Manche Menschen können das ein bisschen besser, manche weniger, bei manchen ist es genetisch auch veranlagt, wie verletzungsanfällig man ist. Langfristig sollte man natürlich aber schon schauen, dass man sich so an gewisse, und eben auch die Tipps, die ich eben schon genannt habe, gewisse, ja, Richtlinien einfach hält, damit eben es eher nicht zu einer Verletzung kommt. Und dann, und das ist ganz entscheidend, würde ich auch eher in Kauf nehmen, lieber dann nicht an der Schwelle die ganze Zeit zu trainieren, also immer die Intensität an der Schwelle auszureizen und dann die Gefahr zu laufen, zu oft drüber zu trainieren und sich dann zu verletzen, sondern lieber dann einen Tick darunter, trotzdem noch die Fortschritte zu machen, dann meinetwegen lieber einen Ticken langsamer, langfristig aber gesicherter, um langfristig halt regelmäßig Leistung zu bringen und da dann auch wieder über Thema Consistency is Key, also Regelmäßigkeit einfach und Kontinuität, ja, letztendlich zu gewinnen, wortwörtlich, ja, und da einfach dann über die Langfristigkeit letztendlich dann auch einfach den Erfolg zu bekommen. Das waren meine, ja, 5 Tipps für dich zum Thema Athletiktraining, Krafttraining, wie du es letztendlich vermeiden kannst, dich A, zu verletzen und B, ja, auch zu intensiv zu trainieren und wie du dein Krafttraining letztendlich dann auch von der Intensität her und dein Athletiktraining und das Training letztlich auch auf dem Platz für dich in der Woche strukturieren kannst. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Ich würde mich darüber freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnierst, mir ein Like da lässt oder das Ganze kommentierst, mir ein bisschen Feedback dazu da lässt oder was du gerne noch sehen wollen würdest. Und bis dahin, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Dein Sascha.